Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, was Gott von dir wünscht, dass du Demut übst und liebst. Alte Worte aus dem Buch des Propheten Micha. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Demut üben, das lernen wir gerade in den letzten Monaten und vor allen Dingen in der letzten Woche. Das mit dem Liebe üben, das fällt schwerer. Da ist das Gefühl, dass gerade wieder neue Gräben entstehen zwischen für und wider, unterschiedlichen Meinungen und Virologen zwischen Ländern und Städten. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Eigentlich wissen wir, was gut ist. Und vielleicht können wir die kommende Zeit, die wir miteinander erleben, sei es online zu Hause oder hier in unserer Stadtkirche, dazu nutzen, nicht nur zu hören, was gut ist, sondern von Herzen zu fühlen, was eigentlich dran ist, was gut ist und dass wir eigentlich wissen, was es meint, Liebe untereinander zu üben, immer wieder als Herausforderung jeden Tag einzuüben. Und dabei hilft uns Gott. Nicht nur wir sind jetzt hier, beten und singen von Herzen, im Herzen und hören, sondern auch er ist da. Er ist mitten unter uns. Sein Licht leuchtet auch in den dunkelsten Tagen dieser Welt. Und so sind wir mit ihm verbunden und feiern Gottesdienst in seinem Namen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir beten. Gott, ich bitte dich, begegne mir nun. Mache mich zu einer Hörenden. Du erzählst, erklärst, redest mit mir. Das sind so viele Geschichten, Hinweise. Da ist so viel Hilfe. Gott, ich bitte dich, begegne mir nun. Mache mich zu einer Sehenden. Da bin ich, hier. Mein Inneres, meine Freude, meine Angst, die vielen Sorgen. Das sind die Menschen um mich herum. Das sind die Menschen, von deren Leid ich täglich höre. Und so bitte ich dich, Gott, mach mich zu einer Handelnden. Ich will Unrecht benennen. Ich will mich für andere einsetzen, Leid mildern, trösten, einfach da sein, gemeinsam hoffen. Gott, ich bitte dich, sei in mir, sei um mich, sei vor mir. Zeige mir deinen Weg. Amen. Der Schwarze, der dunkle Kaiser.
Ich lese uns heute Worte aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 2. Ehrenraufen am Sabbat. Und es begab sich, dass er am Sabbat durch die Kornfelder ging und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ehren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm, sieh doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und Jesus sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, da er Mangel hatte und ihn hungerte, ihn und die bei ihm waren? Wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit des Hohepriesters Abjatar und aß die Schaubrote, die niemand essen darf als die Priester, und gab sie auch denen, die bei ihm waren? Und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Selig sind die, die Gottes Wort hören und ganz tief in ihrem Herzen bewahren. Halleluja. Also, dass er Kranken und Besessenen hilft, ist ja für sich gesehen etwas Gutes. Wenn das Leid von jemandem gelindert oder derjenige sogar geheilt wird. Eindruck scheint das auf jeden Fall zu hinterlassen. Immerhin reden einige seit Tagen von nichts anderem oder sollte ich sagen von niemand anderem mehr als diesem Jesus aus Nazareth. Ich bin ja auch nicht bei jeder Diskussion über die jeweils richtige Tora-Auslegung dabei, die meine Glaubensbrüder mit ihm führen. Vieles bekomme ich auch erst hinterher erzählt. Einige, habe ich den Eindruck, sind sich auch nicht sicher, was sie von ihm halten sollen. Wieder andere haben ihn ziemlich schnell als gefährlich abgestempelt. Da sollen einige sogar Pläne schmieden, wie man ihn loswerden kann. Wenn man mich fragt, finde ich ihn jetzt nicht unsympathisch. Immerhin ist die Frage nach der richtigen Auslegung der Tora nach wie vor hoch diskutiert. Und Jesus ist da nicht der Einzige, der die Tora nach seinen Vorstellungen auslegt. Manchmal verstehe ich ihn aber auch einfach nicht. Das scheint aber offensichtlich nicht nur mir so zu gehen. Ein bisschen abgehoben wirkte das ja schon, als wir dort mit ihm und seinem Anhang auf dem Feld standen und über den Sabbat diskutierten. Es gibt ja durchaus Menschen, die das Sabbatgebot noch strenger auslegen als meine Mitbrüder und ich. Und stimmt, den Worten Jesu zufolge will er den Sabbat ja auch gar nicht abschaffen. Behauptet auf der anderen Seite aber, dass der Menschensohn auch Herr über den Sabbat sei. Wie auch immer das gemeint sein soll und mag ich ihn sonst für einen sympathischen Zeitgenossen halten, das empfand ich als anmaßend. Letzte Woche muss Jesus etwas von Flickarbeiten und neuem Wein in alten Schläuchen erzählt haben. Was genau will er denn? Hat er, wie viele andere auch, einfach große Freude an individueller Tora-Auslegung und die Diskussion darüber? Oder ist das doch alles viel mehr an ihm orientiert? Ist seine Person gar eine Art Analyse- und Interpretationsschlüssel für ein neues Kapitel? Liebe Gemeinde, wir lauschten den Gedanken von Aaron ben Avraham, eines jungen Pharisäers, zugegebenermaßen eines sehr reflektierten Pharisäers, wie ihn der Evangelist Markus bei der Abfassung seines Evangeliums höchstwahrscheinlich nicht vor Augen hatte. Aaron ist meiner Fantasie entsprungen, doch vielleicht hat es ihn so oder so ähnlich ja tatsächlich gegeben, wer weiß. Der junge Mann blickt auf seine Erlebnisse mit Jesus und seinen Jüngern in den letzten beiden Wochen zurück.
Einiges davon hat er selbst erlebt. Anderes wiederum weiß er vom Hörensagen. Besonders zu beschäftigen scheinen ihn dabei die Worte Jesu, mit denen dieser das Verhalten seiner Jünger verteidigt. Wir haben sie zu Beginn gehört. Ich kann mich sehr gut in unseren jungen Pharisäer hineinversetzen. Was genau will Jesus ihm, mir, uns mit dieser Verteidigungsrede sagen? Aaron hat mit seiner Interpretation des Geschehens bereits einen sehr guten Riecher bewiesen. Steht die Gruppe der Pharisäer für das Althergebrachte, die Tradition? Tritt diesen in der Person Jesu das Unerwartete und Ungewohnte Neue entgegen? Aber wie ist dieses Neue überhaupt zu verstehen? Bedeutet es einen radikalen Neuanfang, einen Bruch mit allem, was war? Oder geht es hier vielleicht um eine Art Perspektivwechsel? Wohl wissend, dass dieser nur auf etwas aufbauen kann, was bereits da ist. Jesus erzählt den Zuhörenden eine Geschichte aus dem Leben König Davids, wie wir sie in 1. Samuel 10 nachlesen können. Während er sie erzählt, ändert er sie leicht ab. Ihm geht es darum, eben nicht die Notsituation, die das Handeln Davids begründet, in den Vordergrund zu rücken. Denn da sind sich Jesus und die Pharisäer einig. Die Not zu lindern ist immer wichtiger als das Sabbatgebot zu halten. Nein, vielmehr geht es hier um die Frage von Autorität. Wenn David als Mann Gottes sich die Freiheit nehmen kann, von den Schaubroten zu essen, die waren damals nämlich ausdrücklich für die Priester am Tempel bestimmt, was heißt das denn dann wohl für den Sohn Gottes und uns, die wir an ihn glauben? Jesus zeigt mit dieser Erzählung sehr deutlich, dass er an etwas anknüpfen möchte, das seine Zuhörer kennen: die Tradition. Er argumentiert eben nicht völlig aus der Luft gegriffen, er greift auf Bekanntes zurück. Jesus will den Sabbat nicht abschaffen. Immerhin ist er Jude und sieht den Sabbat als ein Geschenk des Schöpfers an seine Geschöpfe an. Allerdings nimmt er einen entscheidenden Perspektivwechsel vor. Er setzt jenen seiner Zeitgenossen ein klares Nein entgegen, die mit dem Sabbatgebot eine sklavische Unterordnung verbinden. Mit Jesus hat etwas anderes begonnen. Da ebnet sich ein neues Stück Geschichte den Weg. Das entscheidende Kapitel Gottes mit den Menschen, das in der Person Jesu Hand, Fuß und ein ganz großes Herz bekommen hat. Da hinein gehören auch Aarons Gedanken über die Heilung, die Flickarbeiten und den neuen Wein in alten Schläuchen. Jesus nennt das öfter den Anbruch der Herrschaft Gottes. Hier, mitten unter uns. In dieser Perspektive wechselt auch der Blick auf das Sabbatgebot. Hier geht es nicht um eine sklavische Unterordnung, sondern den Sabbat als Gabe, als Geschenk eines großzügigen Gebers, nämlich Gottes, zu verstehen. Ein Geschenk, das es zum Guten zu nutzen gilt. Denn das war der Sabbat ursprünglich auch einmal. Nicht das zumeist unumstößlich, statisch und bleiern wirkende Gebot, zu dem es über die Jahrhunderte gemacht wurde. Die Perspektive Jesu bringt hier sozusagen die Absicht Gottes, die er einst mit dem Sabbat verband, wieder zur Geltung. Hier wird also wieder einiges zurechtgerückt.
Also, was genau will Jesus denn? Einen radikalen Neuanfang, der mit Altbekanntem bricht, oder einen Perspektivwechsel, der von etwas ausgeht, das schon da ist? Für mich ist es kein striktes Entweder-Oder, sondern vielmehr ein Ineinander von beiden Seiten. Jesus knüpfte bewusst an Bekanntes an. Das war es vermutlich auch, was ihn so beliebt machte. Andererseits polarisierte er, und das nicht zu schlecht. Manche Perspektivwechsel sind nötig, auch wenn sie gar nicht selten schmerzhaft sind. Jesus hat dies am eigenen Leib erfahren müssen. Doch die letzte Seite zum entscheidenden Kapitel eines radikalen Neuanfangs an Ostern, die schlug ein anderer um. Wenn ich an Perspektivwechsel denke, dann denke ich manchmal an solche 3D-Brillen, die es an den Kinokassen gibt. Den letzten und ersten Film in 3D, den ich gesehen habe, war die Realverfilmung des Disney-Klassikers Der König der Löwen. Plötzlich war man mittendrin statt nur dabei. Wie stellen Sie sich, plastisch gesprochen, eine solche Brille vor, die man für die Perspektive, von der Jesus spricht, aufziehen könnte? Weitet sie den Blick? Welche Farben nehme ich ganz besonders wahr? Was sehe ich vielleicht anders als zuvor? Wie fühle ich mich damit? Manchmal reichen schon kleinste Nuancen. Für manche Perspektivwechsel kann ich mich bewusst entscheiden. Zu manchen, oftmals schmerzhaften, zwingt das Leben mit seiner individuellen Geschichte, die es schreibt. Ob daraus ein radikaler Neuanfang wird, vielleicht schon, vielleicht auch nicht, muss es auch gar nicht immer. Ich kann zumindest meine neue Brille ausprobieren. Denn manche Seiten schlägt ein anderer um. Über dir und der Herr, sein Gebet.
Wir halten gemeinsam Fürbitte. Gott, von Perspektivwechseln haben wir gehört. Manchmal gelingt das einfacher, die Perspektive zu wechseln. Manchmal ist der Blick getrübt durch Angst, Trauer, Unsicherheit. Perspektivlosigkeit macht sich breit. Das, was auf der Seele brennt, was unsere Hoffnung trübt, ganz nah dran und doch weit entfernt, soll hier seinen Platz haben. Höre das Weinen derer, die nicht wissen, wo sie hin sollen und Schutz suchen. Sei bei den Menschen in allen medizinischen Bereichen, die unermüdlich Kranke versorgen und nach einem Impfstoff suchen. Tröste die, die um einen geliebten Menschen trauern. Sei denen nah, die um einen nahen Menschen bangen. Umarme die Menschen in Krankenhäusern und Pflegeheimen, bei denen der tief ersehnte Besuch ausbleiben muss. Stärke alle, die für andere zum Segen werden. Inspiriere die Haupt- und Ehrenamtlichen in den Gemeinden, die Corona-bedingt nach neuen Gemeinschaftsformen suchen. Ermutige uns zur Besonnenheit und lass uns trotz Abstandsregeln Nähe und Zuwendung spüren. Lass uns die Liebe weitergeben und für Gerechtigkeit und Frieden einstehen. Schenke uns die Perspektive Hoffnung, an deiner Liebe festzuhalten und die Zuversicht, dass wir das hier nicht alleine durchstehen müssen, dass du da bist. Amen. So beten wir gemeinsam, wie unser Herr Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So gehen wir nun in diesen Tag und in die kommende Woche unter dem Segen Gottes. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden. Amen.